Die ist hier. Hier ist die. Hahaha. Nice. Okay. And run. So. Dann haben wir 500.000 Punkte und eine 100.000er Combo. Das ist lustig ist, diese, wenn ich das jetzt so mit Tony Hawk's Pro Skater 5 vergleiche, die Missionen hier sind so viel geiler als bei Tony Hawk's Pro Skater 5. Bei 5 sind die einfach alle so übelst nervig. Und hier machen die einfach Bock. So, wo muss ich denn hier? Achso, Combo wollte ich machen, ne? Dann machen wir das hier. Ja, das war da mal mit Combo. Irgendwie will das hier nicht. Also das ist nicht so dafür geeignet, auf jeden Fall. Hier vielleicht? Das ist auf jeden Fall besser, glaube ich. Wenn ich mich nicht die ganze Zeit auf die Fresse legen würde. Leute! Jedes Mal! Naja, 97.000 Punkte sind keine 100.000. Oh! Verdammte Axt. Das waren 99.000, das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber... jetzt weiß ich wenigstens, wo ich die Punkte holen kann, weil die Pipe da vorne ist eigentlich... was heißt Pipe? Die zwei Quarters sind eigentlich ganz gut. So. Wenn ich mich nicht die ganze Zeit aufs Fressbrett legen würde... jedes Mal das gleiche, jedes Mal... Musik ist übrigens gut. Das kann man eigentlich zu fast allen Musikstücken hier in dem Teil sagen. Ich habe mich auch damals so gefreut, als ich hier Green Day gehört hatte, ne? Damals war ich noch voll der Green Day-Fan. Schon wieder aufs Maul gelegt. Ich brauche doch nur noch 200.000 Punkte. Ich krieg das einfach nicht geschissen. Ich hoffe mal, ich sehe nämlich gerade, ich hoffe mal, dass die Aufnahme nicht laggt. Denn, das, was ich da im Vorschaubild sehe, sieht nicht so geil aus. So. And run, genau.
Hätten wir alles. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das hier mit den Punkten da aussieht. Werden wir jetzt gleich sehen. Jetzt gehen wir noch zu The Ruins. Und dann gucken wir mal. 200.000 Highscore. 400.000 ist bestimmt 600.000 oder 800. 600.000. Okay, das ist noch machbar. 125.000 Punkte. Combo, Skate. Combo. Und das Secret Tape. Oh, da weiß ich gar nicht mehr, wie man da drankommt. Nata Spins, Roadkills und die Donuts, die sind glaube ich auch kacke. Dann machen wir aber glaube ich erstmal die Nata Spins. Wenn wir alle finden, alle Hydranten. Den Punkt nehme ich mir mit. Da ist der andere Hydrant. Da ist noch ein Punkt, den nehme ich auch noch mit. Den haben wir schon. Da ist der andere. Okay, das hätten wir schon mal. Zwei Roadkills haben wir. War hier nicht noch irgendwas drin? Da ist noch ein Roadkill. Tja. Frage ist, wie man hier Combo holt. Tja, das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oh, Classic Mode complete. You've completed Classic Mode in normal difficulty. You've also unlocked some new playable secret skaters. Boone and Billy... Oh, Billy Joe! Das ist der Sänger von Green Day. Try to complete all of the goals in Classic Mode to earn additional secret skaters. Und ein Video. Ach ja, die guten Bales. Und ich werde auch, glaube ich, keine Probleme mit dem Copyright haben, denn ja, das Lied hatte sehr viel Schluck auf jeden Fall. So, ich versuche jetzt mal Combo zu holen, weil das gefällt mir nicht, wie das hier platziert ist irgendwie. So, wie komme ich hier rein? Hier. Zweite Stock auf jeden Fall müssen wir.
So, und dann hier so und dann zur Seite weg irgendwie, ne? Ja. Und dann. Okay, das M war noch irgendwo hier, ne? Da ist das M. Das heißt, wir müssen von da oben hier runter. Okay. Es scheint aber nicht ganz so behindert zu sein, wie ich mir das dachte. Ich versuch's einfach. Ja, ich versuch's einfach mal. Mhm. Wie soll das denn gehen? Dann muss ich auf jeden Fall zur Seite. Zur Seite wegspringen, weil sonst klappt das hier nicht. Okay. Haben wir irgendwas gemacht schon? Nee, ne? Dann mache ich nämlich Retry. Da hätten wir es doch fast gehabt. Fast. Wo führt das hier hin? Ah, zum Tee. Alles klar, dann weiß ich schon mal Bescheid. Okay. Ach komm, für Versuch reicht's nochmal. Die Roadkills sind auch scheiße, weil die sieht man kaum. Ich glaube, die werde ich als nächstes machen. Ich habe doch Manual gedrückt. Oh, mein Gesicht juckt. Ich glaube, so ist schneller, ne? Ich verstehe es nicht. I don't understand. Ich bin noch nicht zu blöd, um das zu drücken. Oder ich drücke. Es kann natürlich auch sein, dass ich wirklich zu blöd bin zum Drücken. Puh, okay, Combo hätten wir. Oh, hier ist ein Donut. Yum, yum, yum. Ich glaube, ich hole mir noch den 1-Stat-Punkt da, weil ich den gerade sehe, wenn ich da dran komme. Oh. So nicht, so nicht. Ich mag auch diese Map hier nicht. Vor allem, weil die sieht so ekelhaft irgendwie aus. Es sieht so richtig so stinkig aus. Wie komme ich denn zu dem Donut hin? Also zu dem großen da.
Okay. Dann machen wir Skate. Zwei Stück haben wir, machen wir einmal Air und Spin. Drei Stück sind auf jeden Fall noch in jedem Level, oder es kann auch sein, dass hier bei dem anderen noch was war. Kyoto? Ne, haben wir alle. Das ist schön. So, Skate. Das S ist da. Oder wir machen erstmal die Roadkills. Okay, Roadkills haben wir. Boah, voll in die Brühe hier reingefallen. Okay, da ist das K. Okay, jetzt kannst du mal. Ich drück schon wie bekloppt hier rum, aber der will einfach nicht aufsteigen. Was ist hiermit? Sieht so aus, als ob das irgendwas machen würde. Okay, dann holen wir uns das Tee. Das A war da hinten. Ich hoffe, ich komme da noch hin. Nein, wir haben es nicht mehr gekriegt. Schade, schade, schade. Aber die Roadkills haben wir. So, dann machen wir jetzt noch mal Skate. Nicht dran gekommen. Dann holen wir uns erstmal das K. Kriegt man bestimmt noch irgendwas dafür, wenn man alle Gaps holt, aber das mache ich nicht. Was? Ich bin genauso daran vorbeigesprungen wie vorhin auch. Ich mache mal einen Retry. Weil das wird sonst zu eng. Everyone is someone. Krieg schon schwitzige Hände. Ja, das war okay. Ich mach mal wieder.